gedacht, wir machen jetzt einfach noch Brotchips. Und zwar habe ich einfach jetzt zwei Brötchen, die man so, also nicht aus der Tiefkühle, sondern die man so eingeschweißt kaufen kann zum Aufbacken. Zwei Brötchen habe ich mir in so 5 cm dicke Scheiben geschnitten. Der Ofen ist auf 225 Grad, Ober- und Unterhitze eingestellt zum Vorheizen. Und hier drin habe ich jetzt einfach, also ganz willkürlich, da kann man natürlich gucken, wie der eigene Geschmack ist. Ich habe jetzt hier drin flüssige Butter, habe ich jetzt auch nicht abgewogen, Salz, Salz, Pfeffer, Paprika edelsüß, Knoblauch und Kräuter der Provence. Das war es auch schon. Alle werde ich jetzt eh nicht drauf bekommen, denke ich mal. Und die werde ich jetzt einfach hier mal bepinseln. Oder ich glaube, ich tunke sie ein. Ich glaube, ich tunke sie so ein. Genau. Und dann lege ich sie hier drauf. Und dann geht das Ganze ab in den Ofen. Also wie gesagt, ob ihr jetzt andere Gewürze nehmt oder was weglasst oder so, das einfach wieder nach eigenem Geschmack. Und dann hoffe ich, dass das knusprige Brotchips werden. So, das Ganze war jetzt 15 Minuten im Ofen. Und ich habe das jetzt einfach auf so ein Kuchengitter dann einfach so, ja, getropft ist da eigentlich nichts. Aber dass das Ganze natürlich schön knusprig bleibt, habe ich das da einfach kurz abgestellt für 5 Minuten und jetzt sind wir eigentlich schon fertig. Und jetzt gucken wir mal, wie knusprig das auch ist. Mmh. Oh mein Gott. Mega. Oh, ein Träumchen. Mega lecker. Das erste ist schon weg. Und ich kann nicht mehr dazu sagen, außer macht's nach, lasst es euch schmecken. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss.